Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Chronofoto mit dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Heute, da sind wir auf einer Webseite, die heißt Chronofoto, und da kann man so ein schönes Spielchen spielen, wo man ein Bild gezeigt bekommt und man muss tippen, wann ungefähr in dem Jahr, in welchem Jahr wurde dieses Bild wohl aufgenommen. Und das machen wir heute in insgesamt 10 Runden. Jedes Spiel macht 5 Runden, wenn man also erst 5 besprechen und dann machen wir nochmal 5. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim drüber nachdenken. Also, wir haben hier das erste Foto. Wir sehen hier Gentleman und Gentlewoman in einem Zug. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber es ist schwarz-weiß. Das sagt ja schon mal viel aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde von der Optik und den Frisuren auf die 20er Jahre tippen. Schwarz-weiß. Tendiere ich ja erstmal irgendwo so. Also, Hitler gab es auf jeden Fall schon Farbbilder. Irgendwo sind die Richtung. Ein Zug. Früher waren Züge so. Dann irgendwie so in die Richtung. Also wir sehen hier, denke ich mal, einen Zug, der fucking awesome ist. Ich würde das auch gerne so haben. Das ist richtig lange her. Und vielleicht auch nicht zu lange her, wegen den Frisuren der Damen. Ich weiß es aber nicht. Im Hintergrund siehst du halt einen Kellner aufgrund der damaligen, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, ich will mich jetzt gar nicht in die Nesseln setzen. Aber aufgrund der, ne, ich sehe halt nur weiße Menschen in dem, reiche weiße Menschen im Zug und der arme einzelne Schwarze ist halt der Kellner. Irgendwie verbinde ich das mit den 20er Jahren, also tippe ich mal auf 1922. Es war 1926, was gar nicht so verkehrt ist. 708 Punkte, jawohl. Ja, damit ich mal. Aber gar nicht schlecht. Sag ich ein Jahr daneben. Das ist stark. Okay, next round. Ich könnte mir schon so um die Weltkriegszeit so vorstellen. Das ist so 1933 um den Dreh. Ich submitte das mal. 1926. Ja, ist okay, denke ich. Ist okay, es ist gelb. Schwarz-Weiß wieder. Ich mache hier immer mal Vollbild, damit ihr mehr sehen könnt. Wir sehen Schwarz-Weiß. Wir sehen eine große Explosion und wir sehen zerstörte Gebäude. Ich finde, das sieht alles sehr amerikanisch aus. Deswegen bin ich gerade sehr verwirrt, weil ich wüsste jetzt nicht, dass San Francisco gebombt wurde. Das kann ja dann nicht sein. Was haben wir denn hier Schönes? Eine zerstörte Stadt. Sieht aus wie schick. San Francisco, wegen dieser nach untergehenden Sachen, irgendeine Katastrophe. Ich denke nur an San Francisco, wegen diese, also erstmal an amerikanisch, wegen dieser super langen Straße, die dann auch so hoch geht. Leider kann ich jetzt nicht viel Stil an den Haaren oder so erkennen. Aber naja, es muss halt Krieg sein, ne? Ich würde ja schon vermuten, dass es sich dann hier um den Zweiten Weltkrieg handelt. Wir sind auch noch in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Oder ist ein Unglück geschehen in San Francisco, von dem ich gerade einfach nichts weiß? Ist wahrscheinlich nicht San Francisco. Wieder aufgrund der Schwarz-Weiß irgendwo 1930er Jahre tendieren. Gucken Leute zu. Ist das da hinten eine Explosion? Irgendwo so die Richtung, würde ich sagen. Das sieht aus wie nach. Das sieht aus wie San Francisco. Oh, das könnte irgendein Erdbeben gewesen sein in San Francisco. Weil, also ich hätte jetzt erstmal so also spontan, ne, Schwarz-Weiß-Bild, zerstörte Häuser, denke ich direkt an den Zweiten Weltkrieg oder sowas. Wo es ja auch sein könnte, dass da dann Wagen fahren. Also ich würde dann mal tippen. Da das auch halt sein kann, dass das überhaupt nicht Amerika ist, sondern mitten sich im Krieg befindet, aber wahrscheinlich eher gegen Ende, würde ich mal 1943 tippen. Das war 1906. What the fuck? Wo war denn das? 1906? Scheiße. Das habe ich ja überhaupt nicht. Oh Gott, war das schlecht. Oh shit. 1906? Okay, so. Also ist das ein Tornado gewesen, der da durchgegangen ist? Und da hinten vielleicht noch irgendwas, weil hier vorne sind so die, also hier sind diese ganzen Häuser ja so alle kaputt. Da auch. Boah, ja, ich würde so in die Richtung gehen auf jeden Fall. Boah, 1906. Scheiße, ey.
Boah, puh. Das sieht aus wie San Francisco und sehr viel Qualm im Hintergrund. Krasses Foto erstmal an der Stelle. Und alle trauen sich nicht nach in die Häuser zu gehen, weil sie Angst haben, da zusammenfällt alles. Weiß ich nicht, wann in San Francisco. Da war schon waren das schon elektrische Lampen? Ich erkenne das nicht, oder ob das Flammen sind. Das sieht man in den Häusern. Sieht aus wie ein Klavier da. Also da, ne? Man sieht hoffentlich meinen Mauszeiger. Schwierig. Vom Style her auch eher so. Sogar noch früher habe ich das Gefühl. Ich glaube so 1920. Boah, 1906 sogar. Holy shit, noch früher. Krass. Die Gebäude, die noch stehen, sehen voll gut aus. Ja, Leute hatten voll Geschmack damals. Okay, next one. Wir sehen, jetzt sind wir in Amerika, würde ich sagen. Wir sind sogar in New York. Es ist auch schwarz-weiß, aber ein gutes Foto. Also ich denke an New York wegen der Gebäude, ne, klar. Ich denke an New York wegen, hier sehen wir oben dieses U-Bahn-Ding. Ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Sodas werden im Hintergrund verkauft. Wir sind aber schwarz-weiß. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann Farbfilm verbreitet wurde. So, es gibt schon Autos, es gibt Läden, es gibt Parkuhren sogar schon. Da würde ich sogar noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, Richtung 1930er Jahre. Oben hier, das ist die Bronx, nicht die Bronx, New York oder so, ich sage vielleicht doch die Bronx oder so. Da oben, so in die Richtung, gibt es auch schon die Bahn. Damit würde ich dann tatsächlich sogar noch einen Ticken nach vorne gehen, weil das schon alles gebaut worden ist. Und da bin ich, glaube ich, auch schon mal durchgefahren, nach links oder rechts dann dementsprechend. Nur halt nicht zu dem Jahr, sondern halt früher. Ach du Scheiße. Okay, das finde ich richtig schwer, diese Schwarz-Weiß-Bilder. Erstmal schickes Pferd. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Mann auf dem Pferd. Man sieht noch eine Person im Hintergrund. Es ist auf jeden Fall auch alt, würde ich sagen. Also die Schuhe sehen auch alt aus. Ich gehe dann, aber die fahren halt mit Autos durch die Gegend da. Ist das 30er Jahre? So Ende 30er Jahre? Boah, die Autos sind auch echt alt. Warum reitet der einfach so durch die Stadt? Sieht auch wieder amerikanisch aus. Boah. Duval. Das könnte Jacksonville sein. Da sagen, das ist doch Duval. Das sagen doch die Jacksonville Jaguars Fans. 1953. Beschissen. Ich bin richtig schlecht in diesem Spiel. Okay. Ich würde das so in die Richtung auf jeden Fall nehmen. 53. Boah, bin ich schlecht. Aber wann war denn das wohl? Die Autos würde ich eher sogar noch so auf 1900... tatsächlich was später tippen. Sagen, das ist Weltkriegs, ey. Zeit, so 1940. Ich würde die Autos sehen halt relativ... Ist das sogar ein Bus? Ich sogar... So? 1944? Ich würde sagen, das ist doch relativ spät schon. 1953, ja scheiße. Ich weiß halt nicht, seit wann der Unterschied zwischen Schwarz-Weiß und Bunt gekommen ist, ey. Boah, ich bin nicht so gut. Okay, wir sehen Farbe. 1953, muss ich mir aber merken, 1953 war es noch schwarz-weiß, sozusagen. Wir sehen Farbe, wir sehen Viva Pizza, 15 Cent. We bag 'em and box 'em to take out. Wir sehen Pizza Burger Pete's, was ich ziemlich nice finde, muss ich sagen. Aber Viva Pizza, das hat für mich so ein 70er-Jahre-Vibe. So dieses Foto sieht für mich auch total 70er-Jahre-mäßig aus. Okay, Viva Pizza, 15 Cent. Ich würde sogar Richtung 1979 oder so gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Ja, nee, 50er war ja gerade noch erst gerade schwarz-weiß. Es könnte auch 60er sein, aber ich tippe mal Anfang 70er. Ich tippe mal 72. Das war Anfang 60er, das ist doch belastend. Ich habe mal die McDonald's-Dings gesehen. Wer heißt der? The Founder oder so. Und ich glaube, da kostete der ganze Burger 3 Pennies oder so. Ich glaube, das war Anfang der 80er. Also würde ich tatsächlich sogar irgendwie so in... vielleicht nicht 90er, aber zumindest irgendwie so 80er auch gehen. Mit für eine ganze Pizza für 15 Cent. Irgendwie so, finde ich eine gute Sache. Also 61 ist es. Okay, scheiße. Alter, Pizza Burger Pete's, let's go. Viva Pizza. Das sieht auch schon was älter aus. Wie Bag'em und Box'em. Aha, to take out. Ja, 15 Cent? Holy shit, ist das billig. Boah, das sieht mir aus wie so 1980er. Ich tippe so auf 1985.
kann aber ehrlich gesagt nicht. So Neon schon so. So 70er, 80er. Was? 1961, okay. Was? Das hätte ich nie. Okay. Okay, ich bin richtig bad. Was haben wir hier? Wir haben wieder Schwarz-Weiß. Also von 1953. Wir sind vor allen Dingen, dieses Foto ist komplett zerstört. Ist komplett zerkratzt. Wir sehen hier Autos, wir sehen hier Leute auf Motorrädern, die ein Rennen fahren. Komm. Das Foto ist so zerkratzt. Das war 1914. 1922. Ja, gut. Ja, gut. Dadurch habe ich insgesamt eine Punktzahl von 1504. Also 1504. Mal gucken, was die anderen sagen. Ein Motorradrennen, der Bullet Run oder so Geschichten. Schwarz-Weiß, ein Motorrad, schon als Spot war. Hier die Dinger. Boah, damit sowas tue ich mich ja super schwer. Ich sag, das ist 50er Jahre. 1922. Uff, das war alles ganz schön schlecht. Ich bin gespannt, wie gut die anderen waren. Und guck mal rein. Also die Anfänge von MotoGP, ich sag mal so, die Dinger sehen richtig, richtig alt aus. Die Kamera, das ist die Fotografie. Sieht richtig, richtig alt aus. Aber so Motorräder würde ich gar nicht so als ewig alt bezeichnen. Es gab im Weltkrieg gab es Motorräder im Zweiten. Ich weiß nicht, ob es im Ersten gab es da auch schon welche. Bei Battlefield glaube ich schon. Boah, dann gehe ich mal wegen der Qualität so auf 1908. 1922, ich bin so schlecht. Ich bin so bad einfach. Ey, ich habe 1219 Punkte. Ich war nicht einmal grün. Wir sind alle unsere 5 durch. Und ich sag mal, der erste war mein bester Guest. Danach ging es bergab. Ja, absolut. Also bei mir ging es nur bergab. Das kann ich euch sagen. Also ich habe insgesamt, ich biete mal 700. Ja, die habe ich mit. Ich biete mal 900. Hab ich. Ich biete mal 1,3. Hab ich nicht. Oh, ich hab euch geschlagen. Oh mein Gott, das ist ja awesome. Ich hab 1504. Ah, nicht schlecht. Ich hab 1219. 934. Okay. Oh, ich fand das richtig, richtig schwer. Ich find's auch richtig schwer, muss ich sagen. Und die Pizza habe ich komplett reingeschissen. Also ich habe 934 Punkte. Beim ersten habe ich 924. Naja, könnt ihr ja rechnen, ne? LOL. Okay, also ich habe immer nur 513 war mein Rekord. So, war auch nicht so gut. Ja, krass. Okay, rechnen wir die jetzt zusammen oder machen wir jetzt eine neue Runde? Wir können die von mir aus zusammenrechnen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ich notiere mir meine mal. 1504. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd für Bram. Und gut für Peter. Ja, aber ist ja egal. Ist noch alles drin, ne? Ich schicke euch jetzt mal hier. Ist alles drin, außer Win. Nee. Den neuen Bumsi. Das erste Foto hier fickt schon mit meinem Kopf, bin ich ganz ehrlich, ja, weil das sieht halt nicht so alt aus. Das ist fucking schwarz-weiß, ja. Aber das Auto, die Polizisten, die Glasfassade im Hintergrund, man sieht halt leider nur Polizisten. Ich müsste einen Zivilisten sehen, damit ich das besser einschätzen kann. Aber was ist das für ein Foto? Ich würde sagen, das ist 56. Ey, das ist doch... Das ist Bullshit. Also ich hätte jetzt auch gesagt, das müsste eigentlich älter sein, neuer sein, aber kann ja nicht, weil es schwarz-weiß. Das heißt, schwarz-weiß wird hier in diesen Fällen auch als Bait benutzt, als Stilmittel. Wir sind in New York, Polizisten, Emergency, alte Autos, definitiv, irgendwo so in die Richtung. Der Wagen hat aber schon so neuere Sachen. Also sind wir nicht irgendwo hier, sondern vielleicht irgendwo schon hier. Es gibt schon so Asphalt und so, irgendwo 30er Jahre vielleicht. Gibt sogar schon Trucks, die so Rolltore haben. Da würde ich sogar noch ein bisschen weiter gehen und dann irgendwie so 1944 reingehen. Und dann auch schon dieses Band noch einen Ticken weiter. So. Das ist 1994? Also ich tilte jetzt schon wieder rein. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ist es schon wieder eine Frechheit, weil das sieht nicht aus wie Schwarz-Weiß. So, keine Ahnung, Ford Taurus, weiß ich nicht, der sieht jetzt nicht so alt aus. Fire Department sieht auch nicht so alt aus. Das ist so ein Ding, ein riesiges Teil. Die haben auch relativ normalere Klamotten an, finde ich. Ich finde, das ist nicht spät. Also, keine Ahnung, so ein
schon fast sagen, so 1970 rum. 1994. Es ist ja so unfair. Dieses Schwarz-Weiß ist so fucking unfair. Ja gut, dass vor Taurus noch nicht 56 da ist, da wäre ich jetzt vielleicht auch echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Da hätte ich vielleicht mal eine Sekunde länger drüber nachdenken sollen. Weil vielleicht sahen die Autos 1956 noch ein bisschen anders aus. Aber ich war aufgrund von Schwarz-Weiß in der vorigen Runde komplett lost. Next round. Wir haben die Fort Pitt National Bank. So, man kann reinzoomen. Habe ich gerade erst gecheckt, by the way. Das wird jetzt erstmal benutzt. Wir haben Menschen mit Melonen als Hüten. Fort Pitt National Bank. Okay, so wie die rumlaufen. Würde ich sagen, so 20er Jahre. Mit einem Schreibstil, Sachen groß, hier noch ganze Platten und so weiter. Es kann alles sein. Okay, du musst ja halt wirklich... Okay, klar. Okay, okay. Wir haben eine Straßenbahn und keine wirklichen Autos. Doch so diese hässliche Kutschenautos da im Hintergrund sehe ich ein so ein Ding. Man kann... Doch, hier, guck mal, man kann sogar zoomen. Das meine ich. Ansonsten haben wir hier ganz viele Charlie Chaplins. The Pittsburgh... Pittsburgh Stock Exchange. Komm, wie seht ihr aus? Wo sahen die Menschen so aus? Ihr saht alle sehr hübsch aus. Ihr saht alle sehr melonig aus. Das ist doch die Zeit von, ich würde sagen, dieser Komiker, der auch Hitler nachgemacht hat. Scheiße, wieso fällt mir gerade der Name nicht ein? Ich habe den kompletten Brainfart. Aber so ein bisschen sehen die Leute aus. Da, Charlie Chaplin. Genau, die Zeit von Charlie Chaplin. Und da der Hitler verarscht hat, ist das ja die Zeit der späten 30er und frühen 40er. 55, okay, das ist die Adresse. Da steht auch nichts. Das könnte 1931 sein. Pass auf, dann würde ich halt so Richtung 1925 gehen damit. Alter. Alter, bin ich mies. Und man sieht halt wieder, die Frauen tragen halt auch alle diesen komischen Kopfschmuck und sehen halt aus wie bei der Titanic. Ist Charlie Chaplin denn... Ich weiß nicht, wann Charlie Chaplin gab. So 1900... Wann ist die Titanic untergegangen? 1912 oder 18? Ich weiß das gerade gar nicht. Irgendwie so um den Dreh. Oder 19... keine Ahnung. Ich sag mal so 1922. Ich glaube, damit bin ich ganz okay. 1905. Ich bin so schlecht! Nehmen wir mal die späten 30er. Wir nehmen mal 37 vielleicht. Es ist 1905. Das ist richtig beschissen. Ich finde, die sehen exakt aus wie Charlie Chaplin. Leck mich doch am Arsch. Okay, wieso bin ich so schlecht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, nächste Runde. Jetzt müssen wir aber mal was holen. Zara, das ist Neuzeit. Das ist was Neues. So, wann ist denn das? Es ist nicht 2000er, oder? Ist das 2000er? Zara. Okay. Sieht modern aus. Ein Hochkantfoto. Erklärungsstil der Leute. Könnte 2010 irgendwie die Richtung sein. Er hat doch schon, glaube ich, sogar schon ein Smartphone, oder? Deswegen würde ich so gehen. Immerhin bekomme ich ein paar Punkte. Das sieht gar nicht mal so alt aus. Das sieht doch relativ frisch aus, die Leute. Das sieht halt aus wie einfach so nicht so geile Qualität. Aber vom Prinzip her könnte das auch ein Bild noch von dem heutigen Tag gefühlt sein. Zumindest finde ich das. Da. Also keine Ahnung, hier modische Sachen ist halt die Frage. So, man, das Einzige, wo du halt erkennst, sind halt die Typ hier im... Könnte 2000er sein. Könnte aber auch 90er sein. Ich kann das anhand der Mode nicht erkennen. Ist das ein... Ja, keine Ahnung. Die Frau könnte auch noch so heutzutage rumlaufen, oder? Jetzt mal early. Der hat eine braune Jacke an. Und der hat... Der hier vorne, der hat eine Cappy falsch rum auf. Ganz in der Ecke siehst du es. Eine rote Cappy falsch rum. Das ist die Fred Durst-Zeit. Wann war Limp Bizkit? Anfang 2000er, hätte ich jetzt gesagt. Also tippe ich mal auf 2004. Boom!
2004, ich hab 1000 Punkte. Boah, ist das gut, Alter. Der Cappy-Mann vorne rechts, der hat mir gezeigt. Aber sonst sieht das halt super ähnlich aus. Keine Ahnung, ich bin halt wirklich da so 2014 rum. Keine Ahnung. Hier 2004. Mein Weg ist das 2-4, also keine Ahnung, das kann auch wieder alles sein. Aber immerhin 342 Punkte mal. Boah, steht sogar schon das Datum dran. Ich mach 1911 jetzt. Weil das Datum dran steht mit der minus 11. Passt das? Guck mal, es gibt schon Pepsi. Macht mir nix. Kennzeichen, es gibt schon Straßenseiten. So. Okay, 1913. Schade, ich hätte nicht nochmal 2 Jahre nach oben gehen müssen. Okay, jetzt kann man wieder verscheißen. Was steht da oben? Fifth Avenue? Das ist New York. Da steht da eine Jahreszahl? Nee, ne? Nee, das ist keine Jahreszahl. Das wäre jetzt hier 25, 24, 11. Also wir haben hier die Autos. Wir haben aber noch Kutschen. Oben steht Fifth Avenue Easter 13 wieder. Hm. Aber vom Prinzip her passt das eigentlich auch mit den Autos. Oder? Ich lasse jetzt die 11. Okay, was? Okay, vielleicht falsch drauf geschlossen. Was sind doch denn die 13? Ich weiß es nicht. Okay, das war natürlich lucky, aber ich glaube, so dumm werden die anderen auch nicht sein. Die Leute sehen so aus. Die tragen keine Melonen, die tragen Zylinder. Also könnte man anhand dessen erkennen, da sind auch große Busse. Also würde ich sagen, es ist nach 1905. Ich muss mir merken, Melonen sind frühe 20. Jahrhundert und dann kamen irgendwann die Zylinder scheinbar. Also mal gucken, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber ich würde, boah, sind das die 20er, ey. Ende 20er vielleicht? Oder ist das noch älter? Weil das ist ja jetzt von der Straße her, von der vom Kleidungsstil her, ist das ja schon später. Aber wir haben halt auch noch Kutschen. Ich würde sagen Anfang 30er Jahre. Im 31. Es ist viel früher, 1913. Ich bin so lost einfach nur. Das muss ich noch besser hinbekommen. Dass das nicht 1930 sein kann. 1930 muss das alles schon komplett anders ausgesehen haben. Das ist 1913. Das ist 8 Jahre nach den Melonen. Okay, Melonen ist vor 1910, nach 1910 Zylinder. Okay, was ist das? The Lion King. Das Musical. 2010. Irgendwie so. Nee, Moment, das ist nicht wahr. 2008. 2011. Okay, ist trotzdem gut. Und dann haben wir noch... Ach, das war schon. Okay. The Lion King. Erkenne ich hier irgendwo... ein Datum. Times Square. Meet the Stars. Hm. Da erkenne ich jetzt zumindest nicht unbedingt... alles raus. Wie sehen denn die Klamotten aus? Die sehen halt auch aus wie heutzutage. The Lion... Ne, wir sind wieder in New York, oder? Sieht wieder aus wie New York. The Lion King. Kann auch ein frisches Foto sein. Keine Ahnung, wie der Times Square da aussieht zum jetzigen Zeitpunkt. So ein Lion King, Gibbet Hancock. Es sind alles auch nicht irgendwelche alten Werbungen. Irgendein Footballspieler mit der 44. Keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Football-Jersey, aber das sagt mir leider nichts. Da kann ich mir nichts... unter vorstellen. Schönes Foto. Sehr schönes Foto. Cappy ist richtig rum auf. Also entweder ist das Pre-Fred Durst oder Post-Fred Durst. Kann man das hier Broadway Flea Market by George We Did It? Kann ich das anhand dessen irgendwie festmachen, ob das 90er oder späte 2000er ist? Starbucks gab's schon. Später als die 2000er. Für mich, ganz klar. Das ist spannend, das Spiel. Ich gehe aber wieder so mit 2012. Nice, 2011. Oh Gott!
Damn. 2168 Points. Das ist ganz schön lecker. Das gibt nämlich eine gute Punktzahl. Boah, ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, das sieht vergleichsweise modern aus. Da, 44 für Lewis Hamilton. Aber es ist blau. Lewis Hamilton hatte keinen blauen Dingens. Das sieht vergleichsweise modern aus, finde ich. Also anhand der Mode bin ich gerade richtig kacke, das festzumachen. Sehr individuell. New York ist da sowieso natürlich schwierig. Aber ich sag mal, ich sag 2010er Jahre. Ich sag, das war das verhängnisvolle Jahr 2011. Oh mein Gott, ich bin so ein Gott. Alter, leck mich am Arsch. Holy shit, bin ich schlecht und gut gleichzeitig. Wir haben es durch. Also der erste Bit ist ja wohl ein absoluter Skandal. Ja, der erste Bit. Finde ich auch einen absoluten Skandal. Alter, 1994, ey. Also. Ich war irgendwo in den 50er Jahren. Ja, nee, wegen dem Auto halt nicht. Da dachte ich halt schon, okay, das sieht neu aus. Aber das ist einfach frech, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, dass da 94 da ankommt, ey. Aber ja. Wisst ihr, was ihr an Punkte bekommt, wenn man das Jahr perfekt trifft? 1000. Habt ihr das geschafft, beide, diese Runde? Das sag ich dir doch noch nicht. Beim Lion King. Oh, es steht da drauf, welches Jahr das ist. Also bei Runde 4 stand drin, welches Jahr das ist. Oh, wirklich? Ja. Fifth Avenue, Easter und dann steht dann da das Jahr 13, Strich und 13. Oh lol, das habe ich nicht gecheckt. Okay. Da habe ich gerade mal 28 Pünktchen gemacht. Ich kann euch sagen, ich habe ein Foto komplett richtig getroffen. Nicht das. Not bad. Nice. Ich nicht. Ich habe keins richtig getroffen. Ich auch nicht. Aber ich gehe trotzdem mal mit 1000 Punkten. Ja, nice. Locker. Ja, auch mit 1,5. Locker. Locker. Mit 1,8. Auch. Easy. 1,813. Peter? Ich gebe 2000. Hab ich auch. 2027. Hab mehr. 2028. Nee, ich hab 2168. Scheiße, ich hab 2028. Das reicht aber nicht, weil du in der ersten Runde gewonnen hast. Ich hab 3387 Punkte. 3000? Zusammengerechnet. Achso, ja, ich hab 3000. Ich hab über 3500. Ja, das ist das Problem. Ich war so scheiße, aber ich hab zwei Fotos exakt getroffen. Das Zara-Foto und das New York-Foto. Krass, dass du das Woran hast du das Zara-Foto mit 2,4 angemessen? Pass auf, unten rechts ist ein Typ, der hat die Cappy falsch rum auf. Und das ist für mich das Fred Durst Limp Bizkit-Zeitalter. Und das war Anfang 2000er. Oh mein Gott, das habe ich nicht mal bemerkt. Ich habe gedacht, okay, du siehst da die, keine Ahnung, Leute da in den Hemden und du siehst die Frau. So, okay, das könnte auch einfach jetzt sein. Ja. So habe ich mir gedacht. So, aber ich habe den Typ mit der Cappy gefunden. Ich bin auch scheiße. So ja, not bad, ey. Dann habe ich heute gewonnen hier bei diesem Foto-Game. Moment, wie heißt die Seite nochmal? Chrono-Foto. Ja, das ist echt ganz witzig. So, ich finde das also, vor allem, am schlimmsten war wirklich das Schwarz-Weiß-Foto von 94. Das war einfach eine. Hat mich schon direkt gebrochen, direkt. Das war ein richtiger Hurensohn-Move. Ja. 2700. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Möchtet ihr gerne noch eine Folge sehen? Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.